Einmal sagte Imam al-Khumayni, qaddasallahu nafsah, er sagte, anstatt sich mit ihren muslimischen Brüdern zu verständigen, also er spricht über eine bestimmte Gruppe der Menschen, über eine bestimmte Gruppierung, er sagt, anstatt sich mit ihren muslimischen Brüdern zu verständigen, die Gesetze und Vorschriften des Islams zu verbreiten, Mittel und Wege zur Überwindung der gemeinsamen Leiden und Schwierigkeiten der Muslime zu finden, was machen sie stattdessen? Sie stiften Zwietracht. Und es ist so, als bestünde ihre Lebensaufgabe darin, Zwietracht zwischen den Muslimen zu sehen. Sie beleidigen die Heiligtümer anderer Rechtsschulen öffentlich, sie verfluchen sie öffentlich, sie erfinden Spottnamen und Schimpfnamen und versuchen, Streit unter den Muslimen zu fördern und quasi immer mehr Öl ins Feuer zu gießen und so die Streitereien unter den Muslimen weiter aufrechtzuerhalten. Dabei sitzen sie gemütlich in ihrem Sessel, sei es in London oder Amerika oder andere Städte, verfluchen öffentlich vor den Kameras die Heiligtümer der anderen, wobei in unseren Städten unsere Geschwister von den Wahhabiten und Takfiris und den Salafisten ermordet werden. Ja, niemand sagt, dass das Morden an Schiiten erst durch diese Person entstanden ist. Die Schiiten wurden im Laufe der Geschichte immer wieder ermordet und immer wieder wurden sie angegriffen und gemetzelt und so weiter. Aber wir sagen, dass durch solche Personen das Morden der Schiiten gefördert wird. Sie geben mehr Anlass dazu, dass die Schiiten ermordet werden. Und wir haben selber Geschwister, die im Iran waren, die bei einem Büro eines Großgelehrten waren. Und es waren pakistanische Geschwister bei diesem Gelehrten da, die sich über solche Personen beschwert haben und gesagt haben, wir haben es selber erlebt, wie die Salafisten unsere schiitischen Geschwister ermorden und dabei rufen, dies gilt als Rache für die und diese Person, für den und denjenigen, der öffentlich die Heiligtümer verflucht und beleidigt hat. Das heißt, wir sehen deutlich, dass das Beleidigen und das Schmähen und das Verfluchen der Heiligtümer anderer öffentlich einen großen Schaden für die Schiiten bringt. Und aus diesem Grund haben alle Großgelehrten dies verboten. Alle Großgelehrten sind sich darüber einig, dass das Verfluchen, dass das öffentliche Verfluchen, Beleidigen, Schmähen der Heiligtümer der anderen absolut verboten ist. Doch das Problem ist, die Befürworter versuchen dies sogar religiös zu rechtfertigen. Sie behaupten, die Ahlul Bayt a.s. hätten doch selber öffentlich verflucht, hätten selber öffentlich beleidigt und so weiter. Und wir möchten jetzt schauen, ob dies stimmt. Haben die Ahlul Bayt a.s. tatsächlich öffentlich verflucht und öffentlich beleidigt? Deshalb, liebe Geschwister, hier haben wir das Werk Kitab al-I'tiqadat, Ta'lif al-Shaykh al-Fiqh al-Jalil al-A'zam al-Muhaddith al-Mutakallim al-Faqih al-Aqdam al-Saduq, also al-Shaykh al-Saduq, Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Babawai al-Qummi, der im Jahre 381 verstorben ist. In diesem Werk, liebe Geschwister, auf Seite 344, lesen wir folgende Überlieferung. وقيل للصادق عليه السلام يا ابن رسول الله إنا نرى في المسجد رجلا يعلن بسب أعدائكم ويسميهم فقال عليه السلام ما له لعنه الله يعرض بنا وقال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال الصادق في تفسير هذه الآية لا تسبوهم فإنهم يسبوا عليكم. Wir sehen also, dass die Ahlul Bayt a.s. dies deutlich zurückgewiesen haben und gesagt haben, verflucht nicht öffentlich, nennt nicht ihre Namen. Doch manch einer mag nun mit dem Argument kommen, früher war es notwendig, früher musste man Taqiyya machen, die Imame mussten Taqiyya machen, deswegen haben sie solche Worte gesagt, in unserer heutigen Zeit müssen wir keine Taqiyya machen und können dies durchaus machen. Und deshalb, liebe Geschwister, gehen wir eine Seite zurück auf Kapitel 39, Bab al-I'tiqad fi al-Taqiyya. Qala al-Shaykh Abu Ja'far, radiyallahu anhu, i'tiqaduna fi al-Taqiyya, annaha wajibah. من تركها كان بمنزلة تارك الصلاة. Und diese Aussage hat sich der Scheich nicht aus eigenen Neigungen getroffen, sondern er beruft sich dabei auf Überlieferungen zurück. Und diese Überlieferung finden wir auf der gleichen Seite weiter unten, und zwar hier an Imam Sadiq alayhi salam. لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا.
Und auf der anderen Seite lesen wir weitere Überlieferungen an den Imam al-Sadiq alayhi salam. وَإِيَّاكُمْ وَسَبُّ أَعْدَائِنَا أَعْدَاءِ اللَّهِ حَيْثُ يَسْمَعُونَكُمْ فَيَسَبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Und weiterhin an Imam Rida alayhi salam, وَإِذَا سَمَعُوا مَثَالِبَ أَعْدَائِنَا بِأَسْمَائِهِمْ فَلَبُونَا بِأَسْمَائِنَا. Und ich habe es selber schon mal miterlebt, dass einige Schiiten die Heiligtümer andere Rechtsschulen beleidigt und öffentlich verflucht und geschmäht haben. Und als Reaktion darauf wurde der Imam der Zeit, möge Allah subhanahu wa ta'ala seine Erscheinung beschleunigen, beleidigt und verflucht. Als Reaktion darauf. Genau das, wovor uns die Ahlul Bayt alayhi salam gewarnt haben. Sie sagten, schmäht nicht, beleidigt nicht, verflucht nicht andere öffentlich, denn daraufhin wird Allah oder die Ahlul Bayt beleidigt. Und genau dies ist passiert. Ja, derjenige, der Imam Al-Mahdi, ajallallahu farajahu sharif, beleidigt, wird bestraft, ohne Zweifel. Aber du bist dafür verantwortlich, dass dein Imam, der Imam der Zeit, beleidigt wurde. Wie willst du dies vor Allah subhanahu wa ta'ala rechtfertigen? Wie willst du rechtfertigen, dass aufgrund deines Verhaltens dein Imam beschimpft wurde? Und davor haben uns die Ahlul Bayt, alayhimussalam, deutlich gewarnt.